stell dich doch mal vor. Also, ich bin ein humanoider Roboter, bin 58 cm groß und wiege ca. 5 kg. Was bedeutet denn humanoid? Das bedeutet menschenähnlich. Wenn du mich anschaust, wirst du bemerken, dass wir ähnlich gebaut sind sozusagen. Ich habe auch einen Kopf mit Augen und Mund, einen Oberkörper, zwei Arme mit Händen, zwei Beine sowie Füße. Kannst du dann auch das Gleiche wie ich? Im Großen und Ganzen ja. Natürlich bist du in vielen Angelegenheiten besser als ich, aber in manchen auch nicht. Ich kann mir zum Beispiel Informationen direkt aus dem Internet ziehen und habe sie in meinem Kopf. Was noch? Ich kann hören und sprechen, wie du gerade merkst. Und sonst? Ich bin in der Lage zu laufen und mich in einem Raum zu orientieren. War das alles? Ich kann Objekte und Menschen erkennen. Noch was? Ich kann auch Gefühle imitieren und Emotionen, wie das Lächeln oder die Laune von Menschen analysieren. Und weiter? Ich habe Sensoren am Kopf, den Händen und den Füßen. Was kannst du noch? Außerdem kann ich gleichzeitig reden und Musik abspielen. Nicht schlecht. Ich denke, das reicht nun mit meinen Fähigkeiten. Ich frage dich ja auch nicht, was du alles kannst. Ich arbeite jetzt mal wieder. Bis zum nächsten Mal.